Herzlich willkommen zu einem weiteren Vorstellungsvideo. Hier haben wir aus den USA eine Handschelle von der Firma Peerless. Wir kommen zunächst einmal zu der Aufschrift: The Peerless Handcuff Co. Springfield MA. Und auf der anderen Seite haben wir auf dem Schlosskasten aufgebracht die Seriennummer 228416. Auf der Rückseite ist dann patented made in USA. Also patentiert und hergestellt in den USA. Kommen wir zur Grundform. Die Grundform hier vom Schlosskasten ist recht geradlinig, ein bisschen rechteckig. Die Ecken sind aber hier wunderbar abgerundet und haben dann hier an der längsten Seite diese beiden Einkerbungen. Durch diese Einkerbung ist ein Bolzen gezogen und dieser Bolzen verbindet dann quasi Handschelle und diese Art Fahrradkette miteinander. Also hier sind quasi diese entsprechenden Fahrradkettenglieder zwischen, damit man die Handschelle hier zusammenfalten kann, aber damit sie doch etwas restriktiv daherkommt. Also eine etwas andere Verbindung als eine Kettenverbindung. Wir sehen hier den Pin, der die Schlossfalle hält. Der ist auf beiden Seiten zu sehen und hier noch den Pin für das Innere des Schlüssellochs. Und ansonsten kommen wir schon hier zur Seite. An der Seite sehen wir, dass wir hier zwei Bleche haben. Die sind wunderbar abgerundet, also wirklich hier schön produziert. Und dann haben wir hier dieses Mittelteil, das fällt etwas größer aus und umrahmt den Schlosskasten. Darin sitzt dann auch der Pin zum Setzen des Double Locks. Da gehe ich in der Funktionsweise dann später genauer drauf ein. So, wenn wir weiterschauen, dann können wir hier diesen doppelläufigen Handschellenflügel verfolgen, der dann hierhin herüberläuft. Das Material ist recht dick, also mit Zusammendrücken ist da nicht viel. Und hier am Ende, nach dieser Rundung, wird das dann ein kleines bisschen ausgeformter und hier ist dann daran festgenietet der Handschellenbügel. Von der Vernietung sieht man nichts mehr, also auf beiden Seiten nicht mehr. Das ist hier wirklich sehr schön gemacht. Und wenn wir dann den Bügel hier weiter verfolgen, der ist auch schön abgerundet, dann merken wir hier, wie dann die Zahnstange losgeht und kommen jetzt damit natürlich auch schon zum Geräusch der Handfessel. Das Geräusch ist hier recht satt, also wir haben eine gewisse Federspannung und nicht viel Platz hier im Gehäuse, also da ist nicht viel überschüssige Luft, was natürlich hier dieses schöne satte Geräusch hervorruft. Und wenn wir uns dann die Zahnstange weiter anschauen, die ist übrigens hier schön abgerundet, dann sehen wir auf beiden Seiten hier diese Führungsrille und die läuft hier durch diese beiden Nute hindurch, um ein gewaltsames Aufziehen der Handfessel zu erschweren. Die Zahnstange selbst ist hier vorne noch angespitzt, dass sie hier besser in die Handschelle hineingleiten kann und hat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 Zähne für 22 unterschiedliche Schließpositionen, wobei die größtmögliche ca. 8,2 cm hier hervorruft und die kleinstmögliche ca. 4,9 cm. Schauen wir weiter, landen wir beim Schlossmechanismus und dort haben wir eine einfache Schlossfalle mit drei Zähnen, die das Ganze hier zuhält und damit kommen wir dann schon zum Schlüssel. Der Schlüssel ist hier ein originaler Peerless-Schlüssel mit Peerless-Handcuff-Aufschriftung am runden Schlüsselkörper. Hier hinten ist der Dorn zum Setzen des Double Locks und hier vorne haben wir dann den Schlüsselhals, der ist rund mit einer Bohrung vorne drin und diesem etwas längeren Schlüsselbart. Wenn die Handschelle an die Handgelenke angelegt ist, kann man sie double locken, indem man diesen Pin hier unten auf diesen Stift auf diesen Pin setzt und den hier in das Handschelleninnere drückt. Damit wird der Double Lock aktiviert. Wir haben hier noch eine geringe Toleranz, aber ein weiteres Verschließen oder versehentliches Zudrücken der Handschelle ist somit verhindert.
Um das Ganze wieder rückgängig zu machen, wird hier der Schlüssel in die Handschelle eingesetzt und dann Richtung Handschellenmitte gedreht. Schauen jetzt hier mal. Da war ein Hustenreiz. Und dann können wir hier entsprechend den Double Lock wieder herausdrücken. Auf der anderen Seite genauso in Richtung Handschellenmitte drehen. So, die Seite drückt den Double Lock heraus. Drehen wir in die andere Richtung, also in Richtung Hand, merken wir bei ca. 8 Uhr einen Widerstand und können dann die Handschelle öffnen. Auf der anderen Seite natürlich genauso, so Richtung Hand drehen und schon ist der Bügel frei. Wir schauen uns das dann hier auch nochmal in der Kamera an, wie der Schlüssel die Schlossfalle zurückzieht. Also eine schön verarbeitete Handschelle. Zu guter Letzt kommen wir noch zum Gewicht dieses Modells. Und hier haben wir 334 Gramm. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche einen angenehmen Tag.